Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei Inside. Vor uns ist dieser fette Schalter und ich habe ein wenig Angst, ihn zu drücken. Denn theoretisch macht er wahrscheinlich die Tür auf, aber praktisch gesehen bezweifle ich, dass was Gutes dabei rauskommt. Aber was soll's, ich mach's mal. Okay, die Tür geht auf. Und jetzt geht's weiter. Unten Menschen und die rennen immer noch davon und da steht einer und da rennen welche und überhaupt, was ist da los? Ich bin verwirrt, aber hauptsächlich komm hier weg, was zum Teufel? Hallo? Ist das auch irgendein Versuchsmensch oder so in die Richtung? Oh Mann, das Blut auf der Scheibe. Versucht er sich rauszukratzen oder schreibt er was drauf? Ich habe keine Ahnung. Da noch mehr, lauter Experimente. Hi! Alles okay? Was ist mit dir los? Die haben hier ganz offensichtlich mit Menschen Experimente aufgeführt, also experimentiert. Was schaut ihr da alles so? Ich verstecke mich mal hier. Nur für den Fall der Fälle, dass die auf die Idee kommen, dass ich doch nicht hier erwünscht bin. Ich schau mal, was die da nachsehen. Moment. Hallo, ich bin nur ein kleiner Junge, okay? Ich schau nur. Was ist denn hier? Was ist hier? Ich habe keine Ahnung, was hier ist. Wollt ihr ein Telefon kaufen? Okay, ich glaube, ich brauche das für woanders. Viel Spaß beim Weiterglotzen, was auch immer da drin ist. Ich habe keine Ahnung. Oh, das Telefon ist runtergefallen. Will das immer noch wer kaufen? Da ist eine Leiter. So. Was beobachten die hier? Muss ich mir Sorgen machen? Und was ist das hier? Okay. Moment. So. So. Klettere. Ach so, die Lampe. Muss ich da hoch? Höp. Ah, okay. Dann ans Rohr ran. Höp. Weiter. Komme ich jetzt da rein, wo die alle reinstarren? Das hoffe ich ja mal nicht. Oder vielleicht auch, ich habe keine Ahnung. Komm schon! Ja, okay, gut, brav. Da ist ein Licht, aber das ist nur ein Licht. Da, die starren alle da rein, was ist da drin? Sie dürfen mich offensichtlich nicht sehen. Ich bin nicht da. Schaut ruhig weiter. Das ist sinnlos, die Luke öffnen wollen, wenn man draufsteht. So, ich hoffe, die hören das jetzt nicht. Ja klar hören die das, aber ich bin schon weg. Ich schaue ganz kurz in die andere Richtung. Einfach nur, weil ich es kann. Okay, da ist gar nichts. Ich frage mich ja immer noch, ob es irgendwelche versteckten Sachen gibt, die ich übersehen habe. Bis jetzt habe ich ja nichts gefunden, was irgendwie so secret-mäßig wäre. Sprung! Okay. Wo komme ich da hin, verdammt? Ich habe etwas Angst. Luke? So. Brav. Oh Mann, ich mache mir gerade irgendwie Sorgen um den Kleinen. Aha. Kann ich da runterspringen? Anscheinend. Kann ich es benutzen? Ah! Okay. Aber wozu? Vielleicht um da runterzukommen? Ach, da ist eine Leiter, okay. So. Dann springen wir da hoch und Sprung! Ich hoffe, die Leiter hört jetzt nicht auf, weil ich sehe sie nicht mehr. Nee, das geht sich aus. Perfekt. Und weiter. Woher weiß der Kleine, wo er hinrennt? Das ist so unheimlich. War er schon mal hier? Ist er selber vielleicht ein Experiment gewesen? Wasser. Ist das jetzt der Ort, wo alle reinstarren? Ich hoffe nicht. Ich spring mal rein. Da ist was Rotes, das kann ich bestimmt öffnen. Und da unten auch. Okay, da ist voll die Strömung. Moment. Okay. Ist das klug, was ich hier mache? Ich habe keine Ahnung.
Ich habe die Gebrauchsanweisung ja nicht gelesen. Ich verlasse mich einfach auf meine Intuition. Okay. Ich hoffe, das war jetzt kein Fehler. Und ich hoffe, ich werde nicht von dem Ding gleich erschlagen hier. Ich muss da runter, glaube ich, oder? Ich will das Ding auch öffnen, aber das geht nicht. Was ist da drin? Nee, da komme ich nicht rein. Ich glaube, da muss ich vielleicht mehr so von der Seite. Komm schon. So. Ich bin so froh, dass ich das kann, dieses Unterwasseratmen. Nee, so komme ich aber nicht dran. Ich schaue ganz kurz auf die andere Seite des Beckens. Ob da irgendwas ist. Ich kann nicht raus, aber da ist ein Schalter. Ach so. Moment. Ich drücke ihn mal. Okay, das Ding hat aufgehört. Ich hoffe, das war jetzt nicht irgendwie wichtig für das Überleben der Menschheit oder so. Aber was soll's. Okay. Und? Okay. Das geht ja gar nicht. Wenn ich das hier so gedrückt halte, dann geht das Ding auf. Bis zu diesem Punkt. Und sobald ich es loslasse, geht's zu. Ich muss noch irgendwas zusätzlich machen. Irgendwas. Nur was? Ich gehe nochmal dort raus, falls das geht. Nee. Okay, ich kann nur hier drinnen irgendwie dieses Rätsel lösen. Ich kann es wieder einschalten. Dann geht die Strömung wieder an. Aber warte mal, kann es sein, es braucht ein bisschen, bis es wieder an ist? Habe ich das richtig gesehen? Moment. Schwimm. Ich glaube, es braucht ein bisschen. Ja klar, komm schon. Jawohl, ja. Okay. Mein Controller geht gerade sowas von ab. Und loslassen. Yay! Oh mein Gott. Meine Klamotten. Oh mein Gott, hi. Start mich nicht so an. Da, ich nehme euch den Saft weg. Komm schon, zieh dran. Mann, das geht nicht. Komm schon, Kleiner. Ich komme jetzt gerade echt so vor wie eine dieser Meerjungfrauen. Oh, hi. Du großes, fettes Hirnteil mit Füßen dran und Händen. Das ist ein großer Ball, bestehend aus diesen Zombie-Teilen. Kann ich das Ding runtertun? Ah! Komm schon. Okay. Hat der Zombie-Ball irgendwie irgendwas kontrolliert hier? Ich habe keine Ahnung. Okay. Oh Mann, ist das eklig. Okay. Nein! Lass mich los! Oh oh. Ich bin das große Teil. Okay. Guten Tag. Darf ich mir vorstellen, Gerhard Glibberteil. Okay, ich zieh mal jetzt dran. Haha, nimm das! Oh Gott, ist das ekelhaft. Wow! Ist das eklig. Oh mein Gott. Ich bin so hübsch. Seht mich an, ich bin hübsch. Oh Mann. Ich bin ein Monster. Lass dich von mir nicht aufhalten da hinten. Mach einfach weiter mit dem Monster. Ich wüte mal eben quer durch den Raum. Nur ich weiß nicht warum. Warum habe ich das gemacht? War das mein Ziel? Aua, ich kann keine Treppen steigen. Lass mich hier raus! Oh mein Gott! Wie cool! Ich bin voll stark und voll ekelhaft! Eklig, wow! Oh Mann! Ist das jetzt meine Rache für alles? Hey, meine Freunde sind auch da, jawohl! Kann ich euch absorbieren? Kann ich euch irgendwie, keine Ahnung, mitnehmen? Freunde, ich habe ja gesagt, ich komme wieder. Folgt mir, eurem König, eurem Gott. Ach Gott. Okay, da muss ich wahrscheinlich hoch, aber was kann ich da die Wand durchbrechen? Moment. Aus dem Weg, sorry. Und? Los. Mann, ist das krank. Aua, ich
bin gestolpert, sorry. Oh Mann. Und? Nee. Könnt ihr mich da hochhieven? Kommt schon. Bringt mich da hoch. Komm schon. Ja, komm schon. Jawohl, jawohl, jawohl. Danke. Oh Mann. Oh mein Gott. Ich fühle mich gerade irgendwie mächtig und irgendwie voll eklig. Oh mein Gott. Tag. Wollt ihr ein Telefon kaufen? Hi. Okay. Ich geh mal weiter. Oh mein Gott. Okay, kann ich da nicht weiter? Ah, ich nehme mal das hier mit. Gehört jetzt mir. Verkaufe ich auch, wenn ihr wollt. Okay, wozu habe ich das jetzt gemacht? Ich habe keine Ahnung, aber vielleicht komme ich da jetzt vorbei. Oh Mann. Nee, aber ich nehme es mal mit. Was weiß ich? Meins. Komm schon, da hoch. Komm schon. Komm schon. Ja, brav. Ich finde es ja voll geil, wie das Ding sich bewegt. Wie sie das gemacht haben. Ja. Okay. Wie die da hinten mich anschauen. Hallo, Tagchen, wollt ihr ein Autogramm? Oder diesen Schrank kaufen? So, da muss ich hoch. Das heißt, ich lege das Ding jetzt mal ab. Dann kletter ich hier hoch. Erinnert mich ein bisschen so an Studio Ghibli-Filme, dieses Wesen. Das ist auch mal alles ich. Okay, wow, hi. Cafeteria? Willst du was zu essen? Euch? Ich will euch fressen, komm schon. Kommt her, ja. Fressen. Ich will euch alle aufmachen. Okay, dann eben nicht. Ich habe keinen Hunger, wie es aussieht. Und weiter. Da ist eine Tür. Komm ich da durch? Ja, und wie? Locker. Na du? Wer bist du? Ich habe keine Ahnung, wer du bist. Ich nehme dich mal mit. Oh Mann. Wow. Oh mein Gott. Junge, du hast mich schmutzig gemacht. Du zahlst mir die Reinigung. Da ist Wasser. Yay, ich wasche mich mal. Kann ich mich wirklich waschen, indem ich mich etwas drehe? Ich muss es nur hinkriegen, dass er irgendwie, ja, sowas macht hier. Oh Gott. Kann ich das Brett haben? Nimm mal das Brett damit. Geht das nicht? Ich will gern sauber werden. Ich probiere noch einmal reinzulaufen und dann irgendwie einen Purzelbaum zu schlagen. Komm schon. Ja. Und? Sauber. Perfekt. Und weiter. Dann gehe ich eben dorthin. Ach ne, da oben ist was Rotes. Komme ich da irgendwie hoch? Ich glaube nicht. Kann ich da durchpreschen? Nee. Ich glaube ja fast, ich brauche das Brett. Oder kann ich nicht die Leiche, die zur Matsche, nach oben werfen? Ich habe keine Ahnung. Komm schon. Ja, klar. Perfekt. So. Irgendwie muss ich jetzt mit dem Ding, glaube ich, das Ding da oben drücken. Komm schon. Voll elegant. Okay. Und. Buck. Gut. Und weiter. Ach, Hunde, wirklich? Verzieht euch. Verzieht euch. Ich hasse euch, Hunde. Ihr habt mir genug Ärger bereitet. Jetzt ist die Zeit der Rache gekommen. Okay, ich muss da irgendwie hoch. Hunde? Was wollt ihr? Okay. Komm schon. Nee, das wird so nicht funktionieren. Mann, das ist so ekelhaft. Kann ich nicht das Brett dort oben hochlegen? Ich hol mir mal mein Brett. Das ist mein einziger Freund in dieser Welt. Der einzige, der mich so akzeptiert, wie ich bin. Hässlich. Unfassbar hässlich. Erschlag die Hunde mit dem Brett, verdammt. Komm schon, erschlag sie. Geht das? Ich habe keine Ahnung. Anscheinend nicht. Aber ich habe eine Idee. Und zwar, ich muss das ja irgendwie timen. Das heißt, wenn ich das Brett irgendwie aufstelle und es langsam dann umfällt. Lass los. Okay, und jetzt? Beeilung, Beeilung. Hoch. Ich bin so gut. Selbst als Fleischklops bin ich intelligent. Ich sehe nicht umsonst aus wie ein Gehirn. So. Na, da hinten, wie geht's euch so? Okay, bumm. Aua. Oh Mann, wie er Teile verliert und wie er unter Schmerzen schreit.
Was macht der da hinten? Was denn? Gibst du mir gerade einen Hinweis? Er hat gerade gesagt, ich soll das irgendwie ziehen. Moment. Was denn? In die Richtung soll ich gehen? Ach so. Er hilft mir. Er hilft mir. Danke. Dankeschön. Du bist voll nett und du trägst den Helm. Ich mag dich. Ich passe da durch. Die helfen mir alle. Sind die irgendwie von einer Art von Widerstand? Danke. Ob ich da durchpasse und wie? Wow. Oh Mann, die Geräusche. Okay. Da ist irgendwas Komisches. Und das da oben, dem vertraue ich nicht. Da ist ein Flammenzeichen drauf. Wollen die mich verbrennen? Ich habe eine Kiste. Da. Aha. Moment. Hoppala. So, was haben wir dort? Das sollte ich wahrscheinlich nicht runter, oder? Oh, doch. Boah, ich dachte schon, ich falle da runter in den Tod. Komme ich da durch? Nee. Okay. Also damit habe ich echt nicht gerechnet, dass ich plötzlich kein kleiner Junge mehr bin. Da ist ja, glaube ich, auch irgendwas, oder? Kann ich die Kiste? Ich tue die mal mehr in die Mitte nochmal. Moment. Noch mehr. Nee, da komme ich ja nicht hoch. So. Nein! Aber das reicht sowieso nicht, dass ich da hochspringe. Vor allem, ich kann nicht springen, stimmt. Mann. So. Hopp. Nee. Hopp. Irgendwas muss ich damit machen. Was haben wir dort? Lasst mich rein! Lasst mich rein! Ich will euch was verkaufen, diese Kiste. Die ist nagelneu und wunderschön. Ich habe sie selbst gemacht. Mit meinen Händen. Allen 30. Und meinen Füßen und den Korpussen, die aus mir rausschauen. Das sind sehr kreative Korpusse. Ach, wartet, da oben. Und hepp. Und hepp. Ah. Okay, dann gehe ich mal weiter. Ach, Wasser, wie schön. Ich nehme die Kiste mit, wenn sie keine haben will. Ich mag die Kiste. Ach, ein Ofen. Moment. Ah, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Ich werde die Kiste jetzt anzünden. Hopp. Hopp. Nein, nicht ganz rein. Uah. Kann ich da? Ich möchte es jetzt ausprobieren. Moment. Ja, ja. Ich gehe da jetzt rein. Das riecht doch köstlich. Aber mir ist nichts passiert. Schön. Brennt die Kiste noch? Jawohl. Nimm sie mit. Und weiter. Nein! Mann! Das muss ich anders machen. So. Ach, ich habe eine Idee. Moment. Ich werde die Kiste ablegen. Und werde das Ding wieder zumachen hier. Nein! Warte mal, du sollst die Kiste mal ganz kurz hier ablegen. Und mach das Ding zu. Komm schon, mach das Ding zu. Zumachen. Damit der Rauch aufhört. Nee? Ach, okay, ich weiß, was ich tun muss. Ich muss es werfen. Und hopp. Und hepp. Jawohl. Und nochmal. Hepp. Und hepp. Sehr gut. Und weiter. Und offensichtlich ist in dem Tank da oben irgendwas wie Petroleum oder so drin. Irgendein Brennstoff. Und der wird gleich brennen. Der wird gleich seinen Zweck erfüllen. Und wie sie alle schauen. Hopp! Okay. Und jetzt? Ach, da geht eine Tür auf. Ich dachte, alles explodiert jetzt. Interessant. Ja, Freunde, an der Stelle will ich die Folge beenden. Ich habe keine Ahnung, ob das Spiel jetzt noch länger geht. Bis zur nächsten Folge. Mein Name ist Taco. Macht's gut.